meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Patricks Zockerbude. Ich bin in Enschede oder wie wir sagen, Enschede, in den Niederlanden oder wie ich immer sage, Holland. Und zwar bin ich hier zu einer neuen An- und Verkaufstour. Ja, hier gibt es unter anderem den 20 Game Shop. Das soll ein richtig großer Laden sein. Und ich war da mal vor Jahren, aber inzwischen ist der umgezogen und das ist echt schon Jahre her. Also ich kenne mich hier ganz gut aus in Enschede. Ich habe hier viel Zeit in meiner Jugend verbracht, sagt man es mal so. Ich war hier oft, also es grenzt ja auch an NRW hier, das ist eine Grenzstadt. Also ein paar Kilometer weiter ist Gronau, das ist schon wieder Deutschland. Und ja, mal gucken, was ich hier noch so finde. Mediamarkt gibt es hier, mal gucken, ob ich hier sonst noch irgendwie was finde. Ansonsten aber der Twente Game Shop ist schon meine Hauptanlaufstelle, sagen wir es mal so. Ja, ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit der An- und Verkaufstour aus Enschede. Wir sehen uns dann in meiner Zockerbude. Ich nehme euch wie immer Impressionen auf. Bis später. Ja, meine lieben Freunde, ich bin zurück aus Enschede und ja, was soll ich sagen, also war wieder ganz schön und war auch schön, mal wieder da zu sein. Ich war jetzt schon länger nicht mehr in Enschede, obwohl es, wie ich es ja schon gesagt habe, bei mir in der Nähe ist, also ist eine Grenzstadt zu NRW, ne, und ist echt nicht so ganz weit, ne, ist jetzt auch nicht um die Ecke, aber ist auch echt nicht so ganz weit von mir. Und ja, was soll ich sagen, ihr habt ja gesehen, also außergewöhnlich diesen Pokémon-Automaten, wo man Pokémon-Karten außerhalb, also einfach auf der Straße war ein Automat, wo man Pokémon-Karten ziehen konnte und auch, was weiß ich, irgendwelche anderen Sachen, welches Mario-Merchandise und sowas, solche Automaten, auch witzig zu sehen. Und ja, auch diese Arcade-Spielhalle habt ihr gesehen, diese Gamebox hieß es, glaube ich. War ja auf jeden Fall richtig cool, eine richtig coole Stadt.
Und ja, ich war aber jetzt natürlich nicht nur zum Game Hunting da. Wir waren einfach da, um da auch shoppen zu gehen und auch auf den Markt zu gehen. Und ich nehme mir dann auch immer Lebensmittel mit aus Holland, wenn ich dann mal da bin, weil ich lecker Gouda. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. Der Gouda in Holland schmeckt einfach anders als der Gouda hier bei uns. Also ist meine Meinung. Und auch noch ein paar andere Sachen, die ich hier nicht kriege. Zum Beispiel Getränkedosen ohne Pfand. Und solche Sachen oder die Fanta, die schmeckt da auch ganz anders. Ja, verschiedene Sachen, ne? Ich habe auch auf dem Markt lecker Fisch gegessen und ja, damit will ich jetzt aber nicht ausschweifen. Ich war natürlich auch auf Gamesjagd und habe ein bisschen geguckt und ich war auch beim Mediamarkt. Mediamarkt, was ganz interessant war, die haben die Preise gar nicht ausgezeichnet gehabt, wie wir es in Deutschland kennen. Da war quasi so ein Scanner, da konnte das Spiel runterhalten mit Barcode. Dann wurde hier angezeigt, was das Spiel kostet. Also ganz anderes System. Ne? Aber interessant, das mal zu sehen. Das war so im Mediamarkt. Ja, aber ansonsten habe ich im Mediamarkt nichts gefunden. Und ja, dann habe ich mir schon gedacht, ja, dann musst du in diesen Game Shop, in den Twente Game Shop. Da wirst du bestimmt einiges finden. Ja, ich habe aber tatsächlich noch eine Sache außerhalb von diesem Game Shop gefunden. Die zeige ich euch mal eben. Und zwar, ja, es gab mal wieder ein Auto. Und zwar leider ist das in meinem Rucksack ein bisschen verknickt. Das ärgert mich jetzt, dass die Karte verknickt ist und es nicht mehr so ganz schön aussieht. Aber ja, egal, kommt trotzdem in die Vitrine. Und zwar gab es ein Batman-Auto und zwar Mr. Freeze. Mr. Freeze, ich meine, dass in einem Batman-Film Arnold Schwarzenegger den sogar mal gespielt hat. Wenn ich mich jetzt nicht total verhaue, aber ich meine schon. Ich meine nämlich einen Film zu haben, wo Arnold Schwarzenegger mitspielt in einem Batman-Film. Und ja, das ist das Auto von Mr. Freeze. Ja, ein Bösewicht, ne? Und ja, cool zu haben, ne? Habe ich mitgenommen. Das gab es bei TK Maxx. Also TK Maxx hatte in Enschede eine Spielzeugabteilung, tatsächlich. Also ich kenne das, dass es bei uns in Deutschland, ich kenne zum Beispiel die TK Maxx in Münster oder auch in Dortmund und in Düsseldorf war ich auch schon im TK Maxx, dass die da so Deko-Sachen haben und so. Da ist, glaube ich, Abteilung Home. Aber so Spielzeug habe ich da noch nicht gesehen. Vielleicht war ich auch einfach im falschen TK Maxx, aber in Enschede gab es auf jeden Fall eine Spielzeugabteilung, habe ich für 3 Euro diesen Mr. Freeze mitgenommen. Ja, leider die Karte jetzt ein bisschen verknickt. Ärgerlich, war in meinem Rucksack drin und ja, habe ich nicht drüber nachgedacht. Hätte ich anders sichern müssen. Es waren aber halt auch noch ganz viele Lebensmittel und so in meinem Rucksack und ja, daher ist das leider passiert. Und ja, aber es gab diesen Mr. Freeze für 3 Euro. Geht in meine Vitrine. Ich habe auch schon mal andere Batman-Autos. Ja, aber die sind alle mit so kurzen Karten. Hier ist so eine lange Karte. Ja, geht auf jeden Fall in meine Sammlung. Ja, dann war ich in dem Twente Game Shop und ich muss euch echt sagen, also wer die An- und Verkaufstour aus Brüssel gesehen hat, das war schon ein Mega-Laden, was es da alles gab. Aber der in Enschede hat das nochmal übertroffen. Wie gesagt, ich war vor vielen Jahren mal im Twente Game Shop in Enschede, da hatten wir das aber noch in einem anderen Gebäude. Inzwischen sind die umgezogen oder auch schon länger umgezogen. Und die haben quasi zwei Abteilungen. Oben ist ganz normal, die normalen Games so, ne, das Übliche und auch neuere. Und unten im Keller ist komplett Retro. Und das war der absolute Wahnsinn, dass wie groß das da war und was die alles hatten. Raritäten und alles Mögliche. Und ich habe dann gefragt, ob ich da filmen darf auf Englisch. Und ja, ich durfte filmen, tatsächlich. Und das sah wirklich aus wie ein Museum. Und da habe ich auch auf jeden Fall, da habe ich gefilmt. Und das wollte ich euch nicht vorenthalten. Deswegen seht ihr jetzt nochmal eine Sequenz von, wie es da aussah in dem Keller, ne? In dem Retro-Keller. Das wollte ich euch noch zeigen.
unglaublicher Laden, ne? Also muss man schon sagen. Also richtig krass. Und ich will da jetzt auf jeden Fall auch nochmal hin. Also richtig, richtig cool. Also das ist auf jeden Fall eine Reise wert. Ja, ich will euch nochmal zeigen, was ich dann da auch gefunden habe. Es wird euch bestimmt interessieren. Und so habe ich mir drei Games mitgenommen. Zweimal Mega Drive, einmal Game Boy Advance. Und zwar, ich zeige euch erst das Game Boy Advance Spiel. Und zwar gab es das Looney Tunes Double Pack, Dizzy Driving und Acme Antics. Hier für 5 Euro sealed. Ein Game Boy Advance Spiel sealed für 5 Euro. Also, und dann auch noch Looney Tunes. Das ist jetzt nicht das Allerschlechteste mit Sicherheit. Und zwei Games sind auch noch drin. Ja, richtig krass, ne? Also, und runtergesetzt von 19 war ein Schild dran. Da hatten sie mehrere sealed von diesen Advance Spielen. Und da stand aber auch dran, nur einer pro Kunde, ne? Also auf Holländisch stand es, glaube ich, drauf, oder Englisch, ich weiß gar nicht mehr. Ich kann ganz gut Holländisch lesen und auch relativ verstehen. Meine Oma sprach Plattdeutsch, westfälisches Plattdeutsch. Und deswegen kann ich Holländisch recht gut verstehen und auch lesen. Ich kann es aber nicht sprechen. Also wenn mich jemand auf Holländisch anspricht, dann da antworte ich auf Englisch, ne? Oder halt auf Deutsch. Weil gerade in Enschede können auch die meisten, also viele Holländer können auch Deutsch. Ich meine allgemein viele Holländer können Deutsch. Sie sind ja sehr sprachgewandt. Und ja, aber ich will jetzt nicht abschweifen. Auf jeden Fall gab es das Spiel und man durfte nur eins mitnehmen. Ich brauche ja auch nur eins. Ne? Also wenn ich ein Reseller wäre, hätte ich meine Frau auch nochmal hingeschickt, dass sie mir auch noch eins mitnimmt. Ne? Aber ja, das gab es für einen Fünfer. Ein Sealed Game Boy Advance Spiel Looney Tunes Double Pack. Richtig nice für einen Fünfer. Also kann man echt nichts sagen. Und die hatten nur echt sehr nettes Personal da. Und ich habe mir dann noch zwei Mega Drive-Spiele mitgenommen. Und die haben die sogar getestet, ob die laufen. Was ich auch richtig cool fand. Also, und ich zeige euch mal das erste, was ich mir mitgenommen habe. Wie viele sagen würden, für 9 Euro gab es European Club Soccer. Werden jetzt viele sehen, ja, sagen, ja, ist ja normales FIFA oder weiß ich nicht was. Stimmt auch, ist auch, glaube ich, gar nicht das allerbeste Fußballspiel. Das hatte aber ein Freund von mir in der Kindheit. Ich kann mich daran erinnern und habe das auch öfter dann da mal gezockt. Und ja, das Coole, was hier cool dran ist, hier gibt es, das sind Clubmannschaften drin, aber für die damalige Zeit gab es da unwahrscheinlich viele verschiedene Clubs, also lizenzierte Vereine. Ne? Ich weiß nicht, ob die Spieler lizenziert sind, aber die Vereine auf jeden Fall. Und weiß ich, da gab es dann Bayern und alles Mögliche schon damals. Und das war für so ein frühes Mega Drive-Spiel schon nicht schlecht damals, muss man echt sagen. Das ist wirklich cool. Hier steht es auch hinten drauf irgendwo. Wie viele hier? Da steht es nämlich auf verschiedenen Sprachen. 170 Mannschaften aus der ganzen Welt. Nicht schlecht, ne? Ist aber nicht das Allerbeste. Aber wollte ich sowieso unbedingt haben. Und deswegen habe ich das auch gerne mitgenommen. Ja. European Club Soccer. Richtig cool. Gab es für 9 Euro. Das ist übrigens auch komplett mit Anleitung. Ja, dann habe ich noch ein Mega Drive Spiel und zwar, das wollte ich auch schon länger mal haben. Und zwar hier stand zwar drauf, dass das die Anleitung ist weg und auch ist nicht dabei und auch das Label von der Cartridge sollte eigentlich nicht mehr so gut aussehen. Ich habe mir das aber angeguckt und ich finde, das ist noch in Ordnung. Also würde ich jetzt noch so durchgehen lassen für meine Sammlung. Und zwar ja, das ist mit so einer Bestie, ne? Das ist ein sehr, sehr frühes Mega Drive-Spiel. Also war ziemlich früh. Und ich meine auch, dass es einen zweiten Teil davon gibt. Ja, das ist hier so ein Krieger, der sich in so ein Biest, der so ein Biest hat, ist so ein Biest mit übermenschlichen Kräften und so. Und ja, ist aber ein richtig cooles Mega Drive-Spiel. Ist auch ein Klassiker. Das gab es für 19 Euro. Leider ohne Anleitung, aber ja, was willst du machen, ne? 19 Euro habe ich trotzdem gerne mitgenommen und. Wieder ein richtig cooles Spiel für meine Mega Drive-Sammlung, muss man echt sagen. Das hat 19 Euro gekostet. Also Altered Beast. Ja, und insgesamt gab es dann, lasst mich rechnen, 19, 28, 33. Und ja, für 33 Euro diesen Stack, ne? Und wirklich zwei Mega Drive-Spiele, die ich gerne haben wollte. Ihr könnt mich jetzt gerne belächeln in den Fifi wieder, aber wollte ich echt gerne haben. Und dann ein Sealed Game Boy Advance-Spiel, ne? Warum nicht, ne? Für 33 Euro gab es den Stack. Gerne mitgenommen. Und preislich waren die gar nicht so schlecht. Also, da waren schon Spiele, die waren teuer. Da waren ja auch überall Schnäppchen dabei. Aber vor allen Dingen, was mich da geflasht hat, war die Auswahl. Wie viel die hatten. Die hatten wirklich so viel. Unglaublich. Für alle möglichen Systeme. Also, ich glaube, da wäre jeder fündig geworden. Ja.
Okay, das war's dann auch mit dieser eigentlich schönen An- und Verkaufstour aus Enschede. Hat echt Spaß gemacht. Ja, ansonsten, was gibt's noch zu sagen? Ja, wünsche euch noch einen schönen Tag. Viel Spaß beim Zocken allerseits. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Das war's, euer Patrick.